Hallo und herzlich willkommen zu Die brennenden Leichen im Wald mit den Waldmeistern Brilli und Zwiebel. Hi. Hallo. In der letzten Folge haben wir angefangen, unser neues, größeres Haus zu bauen und das setzen wir jetzt fort mit unserem geilen Holzschlitten. Auf geht's, Leute. Yes. Genau, du musst aber noch dazu sagen, dass wir gesterbt sind in der letzten Folge und deswegen du auch anders aussiehst, ne? Also ich wahrscheinlich auch. Aber bei mir, ja, du siehst fast genauso aus wie vorher, nur hast lange Ärmel und Mittelscheitel. Genauso. Tja, der Einzige, der nie stirbt, das bin wann wohl ich. Weil du, feige Sau, immer nur bei deinem... Wer hat die denn beide gekillt? Nachdem wir nämlich die Vorarbeit geleistet haben. Ja, echt, ey. Eine Sackratte, ey. Hier sind keine Fische mehr, habe ich das Gefühl. Fischi. Ja, wenn du so oft in den Fluss scheißt, ist kein Wunder. Fischi. So, Vorsicht, Mähne, Baum fällt. Also ich meine, wir können ja auch an der Stelle gerne mal an die Zuschauerschaft sagen, Tipps, ne? Werden die stärker, die Typen, über Zeit? Bitte nicht, keine Tipps. Doch, natürlich. Alle, es sind keine Fische mehr drin. Und, Das war eine knappe Hose, Mene. Ja, echt, ey. Das sagt er nicht, Baumfeld, ne? Das war ein knappes Höschen. Okay, ich muss wieder fahren. Tschüss. Ihr könnt auch auf unseren Community-Discord kommen. In meiner Videobeschreibung ist der Link. Ja, jetzt hört der jetzt einen Discord-Scheiß an. Das benutzt kein Mensch! Doch, es gibt doch schon eine ganze Menge Leute, die da sind. Und das macht sehr viel Spaß mit den Zuschauern. Alle außer dir nutzen es, brillieren. Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Ding. Ah, ich hänge unter dem Flügel fest von diesem Scheiß. Kommt einfach auf meinen TS und dann können wir reden, Leute. Auf deinen nicht vorhandenen TS. Komm, Drilli, ich hab Holz mitgebracht. Ja, ist ja schön, aber ich muss hier gerade mal fischen, sonst kriegen wir nichts mehr zu essen zustande. Ich dachte, wir bauen das Haus jetzt hier mal. Ja, dachte ich ja nicht auch. Ja, machen wir doch. Aber ich muss auch ans Essen denken. Wo ist denn unsere Feuerstelle jetzt? Moment. Hier. Der denkt immer nur an die 3F. Willst du wieder angezündet sein? Der Typ ist lachen, ey. Free Tibet, genau. Und zack, ab ins Feuer. So, hier. Ist aber bald fertig, nee, die erste Etage. Was los? Das Holztaxi muss wieder kommen. Ja, echt, du lahme Sau. Ja, das sagt derjenige, der nicht mithilft. Was? Gesicht. Wer hat denn hier den Scheiß geplant? Ich bin hier der Architekt. Ja, mach mal weiter, Agit. Oh, Zwiebel, da musst du mir helfen beim Einladen, dann geht's schneller. Ja. Hier liegt ganz schön viel rum. Vorsicht, der kommt nämlich auch noch jetzt der Baum, Vorsicht. Da muss man schön Fisch hier reindrücken. Ich guck mal gerade, wie ich das Haus weiter plane. Sehr cool. Wo sind denn? Wo sind denn Karren? Ich brauch gar nicht gucken, ich weiß, dass du das gut machst, da vertraue ich dir. Mit C, ne? Ja. Mensch, der voll der Kahn. Das verstehe ich nicht. Ja, ja, das geht schnell. Wie kommt man denn da rein? Man kann es abschließen und aufschließen, aber man kommt trotzdem nicht rein. Voll. Hä? Wieder einfach durchlaufen? Nee, habe ich schon versucht. Oder vielleicht geht's erst, wenn es fertig ist. Das kann genau, natürlich sein. Kann sein, dass du erst ein Dach draufhauen musst. Ich wollte eigentlich direkt eine zweite Etage noch dran. Ich musste die Tür auf blau umstellen, dann ging's erst. Kann aber nicht. Ich kann nur auf und zu machen. Jetzt ist es fertig, jetzt ist das Haus fertig. Das ist noch lange nicht fertig. Hey, ja, da fehlt noch eine Wand. Was ist denn davor? Du hast nur eine Wand fertig gemacht. Du hast nur eine Wand fertig gemacht, Zwiebel. Da ist doch ein Schloss davor. Ja. Ja, aber eh habe ich es aufgemacht. Ja, ich weiß, dass man es aufmacht, aber die Tür geht trotzdem nicht auf. Schluss! Das ist gleich Nacht, ey. Wir kriegen hier nichts, die Schissen. Sag mir mal, ist es fertig? Noch nicht, nee, es fehlt noch zu viel. Wo sind denn Loks? Noch, das Lok-Taxi. Vier Loks fehlen noch. Vier? Na gut, dann gehe ich mal einen Fällen. Eins, zwei. Hier, wo ich bin, Brilli, komm her, hier liegt noch einer. Wo ich bin. Wo ist er denn, der Zwiebelmann? Hast du das Taxi mitgenommen direkt? Nee, weil ich sehe kaum was. Wo ist das Taxi? Taxi, ja, ah, hier gute steht's. Frage.
Reicht jetzt einer noch? Ich habe nur einen hier. Wir brauchen okay, jetzt noch zwei. Na toll. Ich gehe bei der Dunkelheit nicht da raus. Wo ist die Tür? Noch. Die Tür? Ja, da hinten ist die Tür. In der Lok-Sammlung war noch ein... Nee, da ist nichts mehr. Ach, habt ihr schon rausgenommen wieder. Da kommst du nicht rein, wir brauchen noch ein Lok. Es ist offen, die Tür? Wie hast du den jetzt auf... Ach so, ja, nur so auf. Ja, nee, aber... Doch, und dann geht man rein. Mal, kommt rein. Hä? Das ging gerade nicht. Da ist eine kleine Stufe, du musst springen. Ah. Genau. Kann man die jetzt auch von innen verschließen, weil von außen macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Du hast die Tür falsch rum reingebaut. Nein, das ist Ey du, aber die Spaltmaße hier, die kannst auch einen Schnitzel durchschieben, weißt du Bescheid, ne? Ey Leute, was ist das denn für die kackte Tür? Die mach ich jetzt hier kaputt, oder was? Da können uns diese Mixer-Tür von innen anschließen. Der beste Architekt ever. Ich mach die nochmal kaputt. Aber, Kinders, aber was mir jetzt gerade so ein bisschen Sorgen macht, wir können hier nicht schlafen. Ja. Ja, weil das noch kein Dach wahrscheinlich drauf ist. Ja. Toll, und die Tür ist stehen geblieben! Nee, doch nicht. Das wäre ja zu geil. Also das finde ich, echt jetzt mal ein Riesennachteil, ja, dass die Scheiße hier einfach... Mach mal die Tür richtig rum rein, komm, wir holen noch Loks. Ja, ich versuch's. Ja. Gibt's hier eigentlich keine Fackeln? Ich bring den Schlitten mit. Alter, ich sehe hier erstmal nichts. I don't see shit. So, hier soll jetzt die Tür ran, aber jetzt muss ich die nicht auswählen. Du bist an einem Lok vorbeigelaufen. Genau, da ist einer. Pack den mir hier rein. Geht das? Ja. Und hier links war noch... Guck mal, hier sind noch zwei. Noch mehr als zwei. Ich kann die Tür nicht auswählen. Ja. Was ist denn da schon? Oben sind auch noch welche. Bleib mal stehen. Ja, hier oben sind noch welche. Ah. Jetzt bist du weggelaufen. Warum läufst du weg? Ja, weil hier noch einer war. Ja, ich hätte ihn doch geholt mit dir. Hier alles liegen noch gut. Zwei. So, warte mal. Wir brauchen ja, ich glaube, 6 Stück. Haben wir 6? Nee, ne? Wir haben doch 6. Ah, okay. Dann fahren. Oh, da kommen sie. Du musst mich beschützen. Nicht wegrennen, du musst mich beschützen! Da rennt er weg. Kommt doch einfach zu mir. Lässt den Typen mit dem Lock. Warte, ich mach hier Dings. Kommt! Hier! Die Tür ist diesmal richtig rum. Bin da. Ah, keine Loks mehr. Okay. Ja, Moment, lass mich doch mal raus. Ich hab ein Lok in der scheiß Hand. Ja, aber du kannst doch die Wand zu Ende bauen auf der anderen Seite mit dem Lok. Ja, ist fertig. Okay, so, hier fehlen noch welche, weil das kaputt ist. Fürs Fenster. Hier, ne, das ist kaputt, die Wand. Die beiden Wände hier sind kaputt, die müssen wir neu bauen. Ach so. Okay. Die werden angezeigt als weiß ich nicht was. Als reparaturbedürftig, aber wie kriegt man die denn hin? Ja, neue Loks. Wieder Loks reinparken. 5 Stück stehen da. Ah. Wir brauchen noch mehr Loks. Hier ist ein Fenster, da brauchen wir auch 5 Loks. Hä? Nee. Alle Wände sind kaputt, weil ich eben das Haus kaputt gemacht habe, glaube ich. Man konnte nicht nur die Tür. Kann man einfach sagen, C, hier, guck mal, C. Stopp. C. Stopp. Hä? Was heißt denn das? Aha. So, und nun? Jetzt hast du aber alle Fenster weggemacht. Ist egal. Nee, hier ist ja eins, reicht ja, frische Luft. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt ist das... Drauf. Oh. Aber egal, wir sind hier safe. Sei denn, die können hochspringen. Wir können aber nicht schlafen und speichern. Ja, ich glaube, dafür muss ein Dach drauf sein, tatsächlich. Jupp. Custom Roof. Ich fand's ja schon mal placen. Ja, Place ist schon mal. Ja. Aber mach erstmal eine Treppe für eine zweite Etage. Sollen wir die nicht später bauen? Nee, warum? Komm. Ich muss gucken, wo die Treppe ist. Kannst du auf die Custom-Wand noch eine Custom-Wand oben draufsetzen, dass der Raum nicht so niedrig ist? Ja, Moment. Hole Cutter? Plattform? Hier ist jetzt erstmal Treppe, warte mal. Auf Big ist auch kein Verlass mehr hier. Hier soll die Treppe hin. Ah, geht. Was? Was ist das denn? Ja, mach mal. Dümmste Treppe EU, warte mal.
Wir bauen uns jetzt immer so einen richtig 40-Stockwerk-Bunker hin. Ja, aber nur mit diesem Grundriss. Einfach mega eng. Okay, das mit der Treppe. Hier ist Treppe. Stufe Einzelbau. Ah, nein, okay, hier ist Treppe. Aber. Kannst du noch eine oben ransetzen, dass wir noch auf die obere Etage dann kommen? Wie? Weil ich möchte nicht, dass die Decke gleich. Ich weiß, ich will nicht eine, also dass der Raum hier nicht nur eine Einheit hoch ist, sondern zwei Einheiten, sonst fühlt man sich immer so erdrückt. Ja, aber das ist doch vollkommener Schwachsinn. Das ist dafür konzipiert, dass es eine Einheit so ist. Aber warum? Das ist doch hässlich. Lass doch lieber zwei machen, dann haben wir hier ein bisschen Platz drin. Ich weiß nicht. Ja, wir müssen wahrscheinlich jetzt erstmal die eine Treppe fertig machen. Genau, ich denke, wir müssen die eine Treppe bauen und oben auf dem Absatz können wir dann die zweite oben dran setzen. Genau. Genau. Und dann machen wir den Grundriss ist einfach viel zu eng. Ja, was baust du denn auch immer so enge Bunker? Es ging nicht mehr! Ist egal, wir machen einen schönen Turm. Das kriegen wir. Vielleicht können wir auch, nicht mehr. Vielleicht können wir oben den Boden weitermachen als die Wände, dass wir oben breiter werden. Wisst ihr, was ich meine? Wie so eine Terrasse. Ja, können wir machen. Aber es ist halt, ich weiß, ist halt die Frage, gibt es hier Statik in dem Spiel? Also ich meine im Sinne von, wenn glaub die unten um zur Wand wegkloppen, ob dann oben alles stehen bleibt? Ich glaube, das bleibt stehen. Nicht wissen. Wird es wieder hell? Nee. Tja. Ist eigentlich hier draußen irgendwas los? Ich sehe nichts durch die Schlitze. Ich höre nur das Schreien. Sollen wir noch ein paar Loks holen? Für die Treppe? Ich mach die gerade nochmal weg. Ja, komm, wir probieren's mal. Ich bring die keine Schließer Waffe wieder ab. Ich nehme wieder den Schlitten, oder was? Ja. Du kannst den auch mal fahren, wenn du willst. Egal. Pass auf, ich bin hier. Hallo, hau doch mal zu, Junge. Ich stelle den hier daneben und dann können wir einfach alles reinschmeißen. Okay. Mann, wieso macht er denn jetzt nicht? Ah, dumm, ey. Dieses Bauprinzip hier gefällt mir ja nicht so. Was gefällt dir nicht? Das Bauprinzip. Naja. Oh, geh weg! Genau auf dich drauf. Alter. Ist aber nichts passiert. Vorsicht, der nächste fällt auch. Oh, hier der Dicke, pass auf. Hast doch alles vorne und hinten nicht. Das sieht doch alles scheiße aus. Vorsicht, Mene hier, der Dicke, der kommt auch irgendwann. Ja, aber da passiert ja nichts, wenn der auf mich drauf fällt. Ich bin mir nicht sicher. Es ist einfach zu eng. Bei dir ist doch auch gerade nichts passiert. Ist der wirklich auf mich draufgefallen oder an mir vorbei? Ja, nein, voll auf dich drauf. Okay. Liegt vielleicht am Cheatcode oder so, ich weiß es nicht. Rums. Oder sind das so eine Öko-Baumaktivisten, die uns hier mal angreifen? Wahrscheinlich. So eine Chemtrail-Fanatiker. Voll der Riesenbändekreis, ey. Wir brauchen 105 Loks. Na, Fall. Fall um. Ah, jetzt hast du die Treppe nach oben gebaut. Sehr geil. Oh, ich höre was. Da hinten sind sie. Alter, die sind genau da rausgekommen, wo ich gerade eben noch den Baum weggeschnatzt habe. Das ist jetzt mein Wassereimer. Brilli, lass mal deinen blöden Pott stehen. Wie? Kommen die? Ja, die stehen hier genau bei uns vor der Dings. Wo denn? Da. Rennt da weg, wenn ich komme, ne? Ist kein Bock drauf, ne? Yeah. Vorsicht, hier hat da noch eine Olle mit dabei, die ist auch abgehauen. Boah, dem habe ich schon mal einiges verpasst hier.
Muss immer nur gut ausweichen, ne? Das ist easy. Alter, er hat schon 15 Zähne verloren, ey. Na, 32 hat er im Idealfall. So, Ende Gelände. Aus die Maus. Alter, die kam echt genau da, wo ich gerade gegraben habe. War ein bisschen creepy. So. Zacki, zacki. Da war aber noch eine Frau mit dabei, die ist weg. Hilft mir jemand bei den Baumstämmen? Wo bist du? Warte mal bitte ganz kurz. Wie kriege ich den Hasen aus der Falle jetzt hier raus? Lebendig. Du gehst mit, na, lebendig? Ja. Du gehst mit der Maus drüber, bis C, bis du das C erscheint. Ich glaube, ein C ist es. Alter. Gott, schon wieder einer? Ja. Ich muss die Waffe Alter, wechseln. Komm, Alter, was ist mit dir nicht in Ordnung? Alter. Ja. Ich bin gleich tot. Oh, nicht. Ich sperre von innen zu, Lungs. Nee. Der steht doch nur doof. Der steht doch nur doof da. Jetzt bin ich gleich tot. Dann komm rein, Mann. Ja, wie? Der kommt rein. Oh, der ist reingekommen. Wir haben da rausgeprügelt. Könnt ihr den mal tot machen jetzt? Okay, ich bin tot. Ihr müsst mich heilen. Oh, ein Schlag. Ihr müsst mich heilen. Warte, ja, ich bin dabei. Bleib doch mal ganz ruhig. Oh, warum tötest du? Ich hab dich gerade heilen wollen. 4 days survived. Oh. Alter, unsere Bude sieht ein bisschen komisch aus. Ja. Das ist, weil das nicht genug Platz ist. Zwiebel, du weißt, dass du den Brilli gekillt hast, ne? Das passiert leider. Du Arschloch, ey, was ist mit dir nicht richtig? Was denn? Okay, lass mal die weiteren Baumstämme jetzt zusammensammeln, damit wir mal ein Dach kriegen. Alter, wer atmet denn hier so schwer? Wo ist mein Typ? Der Typ lebt noch, guck mal. Welcher? Der lebt nicht mehr. Doch. Nein, den kann man nicht mehr killen. Wisst ihr, wo mein Loot ist? Gibt's hier mein Loot? Leute, habt ihr nicht einen Ahnung? Nein, der Loot, der ist mit dem Totenkopf markiert. Hab mein Loot. Wo sind die Feuerstelle? Da. Aber warum kann ich den dann nicht aufheben und verbrennen, wenn der nicht? Ich weiß es nicht. Der lebt noch, der atmet doch noch. Jetzt ist er tot. Brilli hat nicht gelegt. Okay. Ich verbrenne den mal und dann. Unser Bruder ist schon wieder hin, ne? Der Bruder ist schon wieder hinüber. Rum, ey. Ja, müssen wir reparieren, Brilli. Reparieren. Aber wie geht denn das? Das kann man nicht reparieren. Ich will eine neue bauen. Die ist komplett scheiße, die Bude. Weißt die ist hier zu klein. Wir jetzt hier angeschleppt haben? Alter. Und wir brauchen mal Du müsst ja nicht alles abreißen. Okay, dann reiß nur bitte das ab, was wirklich nötig ist, abzureißen. Alles. Hallo, beweg dich doch mal, danke. Verstehe ich nicht, warum es sich daran stört, ey. Es ist doch viel zu klein, man kann überhaupt nicht bauen. Deswegen hätten wir doch jetzt oben drauf einfach eine größere Etage oben drauf gesetzt. Willst du die Frage ist ja, ich will das jetzt mal ausprobieren, ob dann die Steine vielleicht auch einfach verschwinden, wenn man das Fundament da durchbaut, weil das geht. Ich verstehe nur nicht das Fundament. Scheint irgendwie nicht. Das Fundament jetzt auch abreißen oder wie? Ja, das ist ja falsch. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man es erweitern kann oder so. Aber es geht auch gar nicht kaputt. Ich hack da jetzt schon seit 100 Jahren drauf rum. Vielleicht musst du die scheiß Treppe erstmal. Ich hab noch einen Hase, den ich jetzt in unseren Hasenstall lege. Vielleicht kann man keine Fundamente abreißen. Was hat's bewegt? Meine ich. Das sieht doch wohl anders aus als eben. So, jetzt sind 2 Hasen im Hasenstall. Mal gucken. Okay, müssen wir mal gucken. Ah,
Ey, die Typen müssen aber ganz. Oder reparierst du gerade gegen? Was ist denn nicht richtig? Ich repariere überhaupt nicht gegen. Da, jetzt ist aber irgendwas zerrissen. So, komm, Mene, wir holen wieder Stämme. Okay, ich hole erstmal meinen Stamm. Die Folge ist vorbei, Leute. Ah ja. Stimmt. Wer hat die denn, Du, nee. Ich? Zwiebel, ich, oder? Glaub, nee, ich. Du. Nee, ich weiß ich nicht. Nee, ich glaube, ich war das. Hm? Ja, ist ja auch wurscht. Aber wir sagen einfach auf 3, tschüss. Okay. Wir brauchen irgendwas, wo wir speichern können, Leute. 3. Bevor wir jetzt Schluss machen. Ja, du hast ja das Haus gerade kaputt gemacht. Man konnte eh nicht darin speichern. Ja, aber mit einem Dach hätte es funktioniert. Wissen wir auch nicht. Dann bauen wir jetzt mal kurz so ein, damit ich speichern kann, hier so ein komisches Cabin-Ding. Damit ich speichern kann? Dankeschön. Ja, ich muss speichern. Ja. Anders bringt's nichts. So eine Hand in wir müssen alle speichern, ja? Ja, vielleicht können die alle benutzen. Hier so ein Hunting Shelter reicht doch, oder? Reicht sogar ein Temporary Shelter. Temporary Label, not available. Ich versuche mal hier so ein Temporary Shelter. Temporary. Dafür hat man ja direkt alles. Hat noch jemand Logs? Ja, ich komme. Nicht Logs, hier, Sticks. Die liegen hier rum. Sticks, nee. Ich hab noch ein paar, warte. Vor allem der Zwiebel, der holzt hier quasi den kompletten Wald ab. Ja. Da könnten wir auch bauen jetzt, ne? Ja, das will ich auch. Wo der Zwiebel jetzt hier abgeholzt hat, dieses komplette Tal hier. Ist nur mit den Baumstämmen, mit den Stümpfen doof. Vielleicht gehen die ja weg. Kann ja nicht sein, dass man hier nirgendwo ein großes Haus bauen kann. Ja. Verschwinden bestimmt, wenn das Haus dann quasi ein Dach hat und fertig ist oder so. Glaube ich nicht. Ich bin Holzfäller und mir geht's gut. So, hier kann ich jetzt speichern. Die Arbeit. Kommt ihr auch? Samstag gehe ich shoppen. Was? Speichern. Wir müssen auch speichern. Gucken, ob das geht. Für C. C? Ja. Dann mach das mal. E. Sub. Jupp, erledigt. Gut, Mene. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. 1, 2, 3. Tschüss. Tschüss. Ciao.